In den Reihen der Belagerer brechen die Schwierigkeiten mit den Truppen und dem Geld nicht ab. Am 5. Mai musste sogar Hauptmann Wilken Steding dem Bischof Franz 3000 Goldgulden leihen, da die nächste Tranche aus der Koblenzer Vereinbarung erst 10 Tage später fällig ist und es nun gilt, eine Rebellion im Lager aufzuhalten. Mit Drohworten und Taten bedrängten die Söldner den Obersten, der um sein Leben bangte, so schreibt Karl-Heinz Kirchhoff über die verhärtete Situation im Lager. So wird auf beiden Seiten eine baldige Auflösung der Situation zu einer dringenden Notwendigkeit. In der Stadt droht überall der Hungertod, außerhalb der Stadt droht unentwegt der finanzielle Ruin der Belagerer und der Aufstand der Landsknechte. Es überrascht sicherlich nicht, dass in Münster der Umgang mit Protest und Missmut rauer und strenger wurde. Die Hinrichtungen nahmen zu, nicht selten eigenhändig durch den König. Ich hatte bereits erwähnt, dass Jan van Leyden auch eine seiner Frauen hingerichtet hatte, Elisabeth Wanscherer, entweder weil sie ihn verlassen wollte oder weil sie sich weigerte, sein Bett zu teilen. Im Mai köpft Jan van Leyden eine weitere Ehefrau, Else Hardewig, da sie ihm widerspricht und seine heilige Legitimation anzweifelt. Und das mögen Sektenführer überhaupt nicht, wenn man ihnen vorhält, sie seien nur Popanzer aus Fleisch und Blut, vor allem nicht, wenn eine Frau es tut. Es finden auch andere Hinrichtungen statt. So wurde der Schneider Claes Nordhorn exekutiert, da er seine Frau mit irgendwelchen Unterlagen zum Bischof Franz geschickt hatte. Die grausige Sachlage in Münster schleppte sich bis in den Mai 1535 hinein. Die Unterhändler forderten die Wiedertäufer ein letztes Mal auf, ihr Handeln aufzugeben. Doch am 10. Mai antworteten die führenden Anabaptisten mit einem längeren Schreiben und lehnten die Kapitulation ab. Sie taten es mit der Begründung, dass sie von den Bischöflichen ohnehin nur eine Hinrichtung zu erwarten hatten. Und das war in der Tat nicht von der Hand zu weisen. Noch immer verlassen scharenweise Münsteraner die Stadt. Gerade bei den Alten und bei Kindern erheben die Anabaptisten längst keinen Einspruch mehr, wollen sie für die unnützen Esser nicht verantwortlich sein. Doch wehrhaften Menschen ist die Flucht strengstens untersagt. In der letzten Episode hatte ich über Heinrich Graes berichtet, der von Jan van Leyden zum Apostel erhoben worden ist, doch dann zu einem Spion für Franz von Waldeck wurde. Ende Mai bieten sich weitere 2 Männer dem Bischof an, die Anabaptisten zu verraten. Sie waren nachts heimlich aus der Stadt geflohen und hierbei handelt es sich um den Schreiner Heinrich Graesbeck und den Landsknecht Hänschen Eck von der Langenstraate. Hans Eck war einer der Söldner, die im Sommer von den bischöflichen Truppen desertiert waren und sich den Anabaptisten angeschlossen hatten. Hierzu musste er lediglich die Erwachsenentaufe annehmen und ein paar Gehirnwäschesitzungen der Prädikanten über sich ergehen lassen. Er hatte fortan als einer der Leibwächter von Jan van Leyden gedient. Heinrich Graesbeck ist in der Erforschung der Begebenheiten in Münster ein stehender Begriff, denn er hatte später einen der beiden zentralen Augenzeugenberichte verfasst, aus dem ein beachtlicher Teil allen Wissens über diese Ereignisse stammt. Graesbeck war gar nicht aus Münster, sondern hatte ein Jahr zuvor, im Februar, seine Mutter besucht und ist dort hängen geblieben. Nicht wegen der Belagerung, die war Februar 34 noch gar nicht da. Er hatte die Tochter des Erbmanns Albert Kleforn zu Alverskirchen kennengelernt und sie noch vor Ort in Münster geheiratet. Und er ließ sich zum Anabaptist taufen. Graesbeck hatte als Wache auf einem der Tore gedient und so können beide Männer am 23. Mai nachts nach draußen schlüpfen und bis zu den Gräben der Landsknechte laufen. Das ist kein ungefährlicher Augenblick, denn es war eher häufig, dass die Landsknechte erwachsene Männer, die aus der Stadt in ihre Richtung geflohen waren, sogleich getötet haben. Hier ist vermutlich Hänschen Eck gefragt, der noch vor wenigen Monaten einer von ihnen war und somit weiß, wie er sie richtig ansprechen soll. Bei Karl-Heinz Kirchhoff habe ich die Information gefunden, dass allein in der Woche nach der Flucht von Eck und Graesbeck weitere 200 Mann aus Münster geflohen waren, Münsteraner und fahnenflüchtige Landsknechte, und sie wurden alle vor Ort erschlagen oder erstochen. Das kaltschnäuzige Töten von Flüchtenden wurde allerdings nicht überall hingenommen. So berichtet Kirchhoff, das Vorgehen gegen die Täufer scheint allerdings nicht überall gebilligt worden zu sein. Als der Bischof zur Unterstützung der beiden Scharfrichter Statius aus Osnabrück und Jöst aus Arnsberg den Scharfrichter der Stadt Bielefeld anforderte, weigerte sich dieser zu kommen und sagte, er würde lieber seinen Dienst aufgeben, ehe er wieder nach Münster ginge. Dass man etwas falsch tut, sollte man spätestens dann erkennen, wenn der Henker einem den Dienst verweigert. Und an anderer Stelle heißt es bei Karl-Heinz Kirchhoff,
Bis zum 7. Mai kamen etwa 200 bis 300 Personen aus Münster. Bis zum 3. Juni waren es ca. 400 Männer, 400 Frauen und viele Kinder. Täglich wurden 20 bis 50 Männer von den Söldnern erschlagen. Auch 50 Landsknechte, die sich ergeben wollten, fanden keine Gnade. Die Frauen und Kinder blieben zunächst vor den Schanzen liegen und wurden von den Frauen aus dem Lager mit Brot versorgt. Später holte man die Kinder in die Blockhäuser. Beide Männer, Gräsbeck und Eck, hatten also eine Menge Grund, von den bischöflichen Offizieren wenig Nachsicht zu erwarten, hatten sie doch beide freiwillig das Dogma der Anabaptisten angenommen. Doch sie brachten eine gewisse Leverage mit. Sie haben einen Plan und detailliertes Wissen über die Befestigung, um den Belagerern endlich einen taktischen Vorteil zu geben. Sie werden nach Wolbeck gebracht und verhört und schließlich begnadigt. Nun baut der handwerklich tüchtige Gräsbeck dem Bischof Franz ein detailliertes Erdmodell der Stadt mit allen Gräben und Wällen und Schwächen. Und er bietet sich den Landsknechten an, mit dem ersten Trupp mitzugehen und dafür zu sorgen, dass alles richtig gemacht wird. Am 2. Juni 1535 tauchen Christoph von Waldeck und seine Frau Engele auf der Seite der Belagerer auf. Sie konnten nachts aus der Stadt fliehen, vermutlich mit der Hilfe von Johann oder Christian Kerkering, deren Namen wir in der Wiedertäuferliste als eingesetzte Bauherren der Stadt finden. Es wird angenommen, dass einer von ihnen, vermutlich Christian, Engeles Vater war. Am selben Tag wird Jan van Leyden erneut eine Aufforderung überbracht, die Tore zu öffnen und die Stadt zu übergeben. König Johannes lehnt auch diesmal ab. Für die Umsetzung des streng geheimen Plans von Heinrich Gräsbeck wird von Wilkens Deding der 24. Juni, der Tag des Johannes des Täufers, festgesetzt. Hermann Rothart schreibt über die Operation: Ein Gewittersturm machte die Nacht noch finsterer. Geführt von den beiden Überläufern gelang es einigen Söldnern, den breiten Stadtgraben am Kreuztor unbemerkt zu überqueren, den Wall zu ersteigen, die Wachen niederzustechen, die Zugbrücken herabzulassen und das Stadttor zu öffnen. So konnte eine Truppe von 400 Mann unter dem bischöflichen Befehlshaber Wilkens Deding in die Stadt einrücken, die unter dem Lärme schnell erwachte. Von allen Seiten sammelten sich die Täufer und gingen zum Angriffe auf die Landsknechte über. Unbegreiflicherweise hatten diese es versäumt, am Kreuztor eine Besatzung zurückzulassen, sodass dieses durch die herbeieilenden städtischen Wachen wieder geschlossen werden konnte. Dadurch wurde der draußen mit der Hauptmacht haltende Graf Wirich von Daun verhindert, nachzurücken. Schon glaubte er an Verrat. Die drinnen fechtenden Landsknechte kamen in eine bedrängte Lage. Sie mussten sich in eine Gasse bei der Margaretenkapelle am Domhofe zurückziehen und auf Unterhandlungen einlassen. Doch im Morgengrauen konnte der Fähnrich Johann von Twickel vom Walle aus das Hauptheer zu Hilfe herbeirufen. Von draußen her erstiegen Landsknechte die schwach besetzten Wälle und öffneten das Jüdefelder Tor, durch das nunmehr die Hauptmacht in die Stadt eindrang. Jetzt war kein Halten mehr. In einer Verschanzung auf dem Domplatz wehrte sich mit dem Mute der Verzweiflung der letzte täuferische Haufe, etwa 200 Mann, geführt von dem Kanzler Heinrich Krechting. Die letzten Kämpfer, etwa ein Dutzend, ergaben sich gegen Zusicherung freien Abzugs. Um die Mittagsstunde des 25. Juni war die Stadt nach 16-monatiger Belagerung in der Hand des Siegers. Das Grob-Teufelsspiel zu Münster, wie Luther es nannte, war zu Ende. Die zu diesem Zeitpunkt außerordentlich verbitterten Landsknechte richten unter der Bevölkerung ein Massaker an. Sie unterscheiden anfangs kaum zwischen Mann, Frau und Kind. Bemerkenswert ist auch das Schicksal des Predigers und Oppositionsführers Bernd Rothmann und Bernd Krechtings Bruder Heinrich, der unter der Herrschaft Bockelsons zum Reichskanzler von Zion erhoben wurde. Über das Schicksal von Rothmann ist wenig bekannt. Die konservative Annahme lautet, dass er während des Sturms durch die Landsknechte in den Straßen von Münster gefallen war. Doch sein Körper wurde niemals gefunden oder identifiziert. So wurde oft die Geschichte erzählt, er sei aus der Stadt geflohen und seine Spur verliert sich an dieser Stelle. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist das hier schließlich derselbe Rothmann, der einst seinen Leuten erzählt hatte, er würde in Köln studieren, obwohl er nach Wittenberg gegangen war. Doch das ändert nichts daran, dass die Vorstellung, Bernd Rothmann hätte die Erstürmung von Münster überlebt, reinste Spekulation ist. Anders sieht es mit Heinrich Krechting aus. Der verschanzte sich während der Kämpfe mit seinen Soldaten in einer Wagenburg und leistete so erbittert Widerstand, dass ihm und den 24 verbliebenen Soldaten Bischof Franz von Waldeck schriftlich freies Geleit zusicherte und sogar ein Wegegeld von 10 Gulden pro Person gab.
Jan van Leyden und Knipperdolling verstecken sich zuerst in der Stadt, können aber gefasst werden. Sie sind zu wertvoll, um einfach erschlagen zu werden, und so wandern sie in die Gefangenschaft. Hier erzählt Sabine Baron Gould die Aufzeichnungen von Kersenbrock nach. Es war wohl so, dass die Landsknechte auf dem Marktplatz eine große Anzahl an Frauen versammelt hatten. Der Sturm war längst vorbei, doch Knipperdolling war zu diesem Zeitpunkt nicht gefunden. Ein Offizier namens Überstein verspricht jeder Frau, die bei der Ergreifung von Knipperdolling hilft, nicht nur Freiheit von Strafverfolgung, sondern auch das Recht, den eigenen Besitz zu behalten. Eine Frau namens Katharine Hobbles tritt vor und nennt ein Versteck, wo sie glaubt, Knipperdolling zu finden. Die Knechte laufen sofort dorthin und können den Gesuchten fassen. Das Versprechen wurde eingehalten, doch spitzfindig richten die Landsknechte sogleich Katharine Hobbles Ehemann hin, da dieser im Versprechen nicht berücksichtigt wurde. Hier möchte ich Karl-Heinz Kirchhoff zu Wort kommen lassen, der diese zwei Tage mit großer Genauigkeit untersucht hatte und die Tragweite des Leids in Zahlen gefasst hat. Was in den nächsten Tagen in Münster geschah, wird von den Quellen nur kurz als ein großes Morden erwähnt. Eine Klärung dieser Vorgänge ist wichtig zur Beantwortung der Frage, ob es Täufer gab oder geben konnte, die dieses Gemetzel überlebten. Nach ziemlich übereinstimmenden Nachrichten lebten bis zu Dezember 1534 in Münster etwa 9000 Menschen, und zwar ca. 2000 Männer, davon 1600 Wehrfähige, 400 Junge und Alte und ca. 5000 Frauen und 2000 Kinder. Durch die Massenflucht im April und Juni 1535 sank die Zahl der Wehrfähigen bis Ende Mai auf 1300, schließlich auf 800 bis 900. Gefangene berichten, die meisten Männer seien krank und schwach vor Hunger, so dass König Johann Ende Mai nur noch 200 bis 250 Männer mustern konnte, aber dies wird nur die wachfreie Mannschaft, das heißt zwei Drittel der wehrhaften Täufer gewesen sein. Als es zum Kampfe kam, schätzte man die Gesamtzahl der Verteidiger auf 800. Die Zahl der letzten Kämpfer in der Wagenburg auf ca. 300. Diesen wenigen hungergeschwächten Täufern standen etwa 3000 Landsknechte gegenüber, die 16 Monate vor der Stadt gelegen hatten, ohne Beute zu machen, die zum Teil 2 Monate nicht besoldet waren und sich nun an der Stadt schadlos halten wollten. Nach den Kriegsartikeln gab es keine Gnade für die Besiegten. Im 3. Artikel hatten sich die Knechte lediglich verpflichtet, schwangere Frauen, Kinderbetterinnen, Priester und Kirchen zu schonen. So berichtete Dietrich Lilie, die Knechte würgten den ganzen Tag, was sie bekommen konnten. Man kann das Morden so nicht beschreiben, wie es geschehen ist. Als der Oberst den Verteidigern der Wagenburg freien Abzug versprach, ergab sich Heinrich Krechting mit 200 bis 300 Täufern. Die meisten von ihnen wurden, wahrscheinlich später in ihren Häusern, erschlagen. Der bischöfliche Feldherr Johann von Resfeld schenkte dem Krechting, den er unter den Abziehenden erkannte, Umalter Kontschap, 10 Goldgulden als Wegzehrung und ließ sie mit 24 anderen Täufern unter Bedeckung aus der Stadt bringen. Graf Daun berichtete, das Gemetzel habe bis zum Abend des 26. Juni gedauert. Beuneburg sprach von 450 Toten, die im Kampf, und 200 Männern, die hinterher in den Häusern erschlagen worden seien. Erst am 27. Juni befahl Graf Daun, niemanden mehr zu töten, und ließ zahlreiche Männer und Frauen zum Domplatz bringen, wo er sie aburteilte und hinrichten ließ. Bischof Franz kam am 29. Juni in die verwüstete Stadt und ließ sich die 5 gefangenen Anführer der Täufer ausliefern. Die Leichen der Verhungerten und Erschlagenen lagen noch auf den Gassen und in den Häusern. Herbeigerufene Bauern bestatteten die Toten in Massengräbern. Die Zahl der getöteten Täufer ist nicht genau zu belegen, da die zeitgenössischen Berichte in diesem Punkte sehr zurückhaltend sind. Man darf aber annehmen, dass fast alle wehrfähigen Männer erschlagen wurden. Gräsbeck meinte, nur 6 oder 7 Männer seien schon während des Angriffs geflohen. Dagegen hat eine große Anzahl Frauen, etwa 3500 bis 4000, die Eroberung überlebt. Etliche wurden Ende Juni 1535 hingerichtet, die übrigen mussten innerhalb von 3 Tagen die Stadt verlassen, worauf eine große Summe hinauszog. Die auswärtigen Frauen werden in ihre Heimat zurückgekehrt sein, die Münsterischen blieben in der Nähe der Stadt. Wenn sie einen Bürgen fanden und ihre Unschuld beweisen konnten, wurden sie begnadigt oder durften wieder in die Stadt kommen. Aber es zeigte sich, dass viele noch immer dem Täufertum anhingen. Darauf ließ man etwa am 5. Juli alle Frauen auf den Domplatz kommen und versprach ihnen Begnadigung, wenn sie abschwören wollten. Als die meisten den Schwur verweigerten, wurden die vornehmsten festgenommen und alle anderen aus der Stadt gewiesen.
Ein Jahr später, im Herbst 1536, lebten in Münster 216 Frauen und 19 Männer, die dem Täufertum abgeschworen und Bürgen für ihre Unschuld gestellt hatten. In den darauffolgenden Wochen und Monaten fanden unzählige Prozesse, Tribunale und Hinrichtungen statt. Es scheint, als ob der zuvor genannte Heinrich Krechting der Einzige war, den weder die Schlacht noch die Hinrichtung ereilt hatte. Christian Keckering, der vermutlich der Vater von Engele Keckering war, die ja wiederum nun die Schwiegertochter von Franz von Waldeck war, wurde schon am 27. Juli 1535 bei Dülmen hingerichtet. Er ist nur einer der Ersten. Die Redelsführer Jan Bockelson von Leiden alias König Johannes I., Bernd Krechting und Bernd Knipperdolling wurden zahllose Male verhört und für lange Zeit immer wieder in andere Gefängnisse und Festungen verlegt. Es gab ein starkes öffentliches und pathologisches Interesse an den drei Männern. Seit 100 Jahren gibt es nun die Gutenberg-Methode zum Bedrucken von Papier. Und so sind diese Jahrzehnte auch die frühe Entstehungszeit dessen, was wir heute als Presse bezeichnen. So wird zum Beispiel der Kupferstecher Heinrich Aldergräver erlaubt, die Gefangenen zu besuchen und ihre Bildnisse anzufertigen. Und Landgraf Philipp von Hessen schickt sogar den protestantischen Theologen Antonius Corvinus, um die drei Männer eigenständig zu interviewen und sich ein eigenes subjektives Bild von ihnen zu machen. Corvinus veröffentlicht seine Ansichten in einer Schrift. Jan van Leyden beschreibt er als einen leidenschaftlichen, vom Leichtsinn bestimmten Menschen, während Knipperdolling und Krechting für ihn zwei unbelehrbare Demagogen sind. Und Königin Divara? Juwertchen wurde zusammen mit Knipperdollings Ehefrau Margareta und drei weiteren nicht genannten Frauen am 7. Juli hingerichtet. Dies findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die lange hinausgezögerte Exekution der drei Anführer der münsterischen Täuferbewegung ist dagegen öffentlich geplant. Nach sechsmonatiger Haft werden Jan van Leyden, Bernd Krechting und Bernd Knipperdolling am 22. Januar 1536 auf den Prinzipalmarkt zu Münster geführt und dort den beiden Stadtrichtern von Münster und Paderborn übergeben. Franz von Waldeck wohnt der Veranstaltung auf einer eigenen kleinen Tribüne bei. Nach der kaiserlichen Gerichtsordnung werden die drei Männer mehrere Stunden mit heißen Zangen und Schneidewerkzeugen gefoltert und schließlich mit Messerstichen hingerichtet. Ihre Leichen steckte man schließlich in Eisenkörbe, die auf den Turm der Lambertkirche hochgezogen wurden, wo man sie wochenlang hängen ließ. Die Käfige befinden sich dort bis heute. Der münsterische Historiker Hans Galen sagte über diese Ereignisse: Allen Generationen war ihre Geschichte zugleich erschreckend und faszinierend. Für die Stadt Münster galt es nun, die Wunden zu lecken und sich langsam wieder aufzurichten. Ein neuer Stadtrat wurde eingesetzt und die, dank Knipperdollings Agitation stark kompromittierten Handwerksgilden, blieben für Jahre verboten und werden erst 1553 wieder zugelassen. Tausende Wiedertäuferfrauen werden begnadigt und hunderte Familien und Ehen finden wieder zusammen. Die einst vertriebenen oder geflohenen Ehemänner kehren in die Stadt zurück und so müssen sich alle mit den Traumata der Ereignisse auseinandersetzen. Und leicht mag es nicht gewesen sein, sich da wieder in die Augen zu sehen. Doch darüber schweigen die Berichte. Immerhin werden die meisten der einst beschlagnahmten Wohnungen und Häuser in gutem Zustand vorgefunden, sodass bald zumindest ein Teil des gewohnten Alltags in die Stadt einkehren kann. Die typischen Ungerechtigkeiten des Krieges bleiben nicht aus. Die meisten zurückgekehrten Bürger müssen ihr Vermögen von den siegreichen Landsknechten, genannt Beutemeister, zurückkaufen. Die Stadt hatte zudem gut die Hälfte ihrer männlichen Bevölkerung verloren, rund 4000 Mann. Die Verluste an Frauen und Kindern lagen wohl in Hunderten. Besondere Aufmerksamkeit gilt vor allem den zerstörten und beschädigten Kirchen, die ja von den Wiedertäufern entweder als Partyräume oder Quelle für Baumaterial angesetzt wurden. Hier bündelte sich die Solidarität der umliegenden Gemeinden. Doch dies berührte auch das nachhaltigste Ergebnis des zweijährigen Konflikts. Ja, der Katholizismus kehrt in großen Stil zurück und wird der Stadt übergestülpt. Zwar gibt es einzelne Proteste durch die Evangelischen, doch die historischen Würfel sind für Münster gefallen. Bis heute ist die Stadt eine katholische Insel inmitten einer weitgehend protestantischen Region. Für Bischof Franz von Waldeck ist dies kein besonders feiernswerter Sieg. Zwar bringt die Zerschlagung der Wiedertäuferbewegung in Münster den katholischen Revival, doch auf einer persönlichen Ebene hatte sich Bischof Franz mit dem alten Dogma auseinandergelebt und sich den lutherischen Lehren zugewandt.
er der Kirchenfürst, der einen überwiegenden Teil seines Lebens das Zölibat missachtet hatte, bleibt somit eine schwer interpretierbare Gestalt am Scheideweg des Christentums im 16. Jahrhundert. Die Kosten der Belagerung werden auf insgesamt 500.000 Goldgulden geschätzt. Diese Zahl bleibt an dem Bistum hängen und macht es für Jahrzehnte wirtschaftlich handlungsunfähig. Die Defizite aus dem Wiedertäuferreich plagen den Bischof bei all seinen weiteren Unternehmungen. Als Franz von Waldeck 1553 auf der Burg Wohlbeck stirbt, ist er weitgehend verarmt. Über den Verbleib der Wiedertäuferbewegung schreibt Karl-Heinz Kirchhoff: Die Eroberung Münsters und der Untergang des Königreiches wurde für die weitere Entwicklung des Täufertums in verschiedener Beziehung bedeutsam. Die Konzentration der menschlichen und geistigen Kräfte war vernichtet. Die Hoffnung der heimlichen Freunde schwer getroffen und das Vertrauen auf die prophetischen Worte der Predikanten untergraben. Ob die Furcht vor der Verfolgung zunächst eine Neubelebung der täuferischen Agitationen verhinderte oder ob die Obrigkeit im irrigen Glauben, mit dem Königreich auch der täuferischen Lehre den Todesstoß versetzt zu haben, in ihrer Aufmerksamkeit nachließ, jedenfalls liegen aus der zweiten Hälfte des Jahres 1535 nur wenig Nachrichten über täuferische Tätigkeit im Stift Münster vor. Nach der Belagerung von Münster und der Hinrichtung von Jan van Leyden und Knipperdolling folgte im Münsterland allerdings auch eine kurze Phase der Unruhe. Kleine Splittergruppen der Wiedertäufer zogen durch das Land und verübten Akte, die man durchaus als terroristisch bezeichnen kann. Doch sie wurden zumeist von den Behörden aufgespürt und bestraft. Fuß fassen konnte die Bewegung nicht mehr. So scheint es, dass als einziger Heinrich Krechting den Versuch unternahm, die Idee des neuen Königreichs von Zion fortzusetzen, und wurde sogar Anführer der Batenburger, einer verwandten Täuferbewegung um den 1538 hingerichteten Jan van Batenburg. Erneut ein endzeitliches Reich mit einem neuen König zu gründen, gelang ihm jedoch nie. Man erzählt, er starb 1580 als angesehener Bürger in Gödens. Nur die menschliche Geschichte ist so verrückt. Und Hänschen Eck von der Langenstraten, einer der beiden Männer, die am Ende Münster verraten und den Landsknechten geöffnet hatten? Sie wurden ja beide begnadigt und Hans Eck auch mit 50 Goldgulden entlohnt, die er allerdings erst nach einem Jahr erhalten hatte, gegen einen gewissen bürokratischen Widerstand. Bekannt ist nur, dass er nur wenige Tage später bei einer Messerstecherei respektive einem Schwertkampf verstarb. Bei Baring Gould konnte ich auch die Mitteilung lesen, dass in den anderthalb Jahren des Täuferreiches Jan van Leyden mit Juwertchen zwei Töchter gezeugt hatte, denen er die Namen Averall, zu Deutsch über alles, und der jüngeren Bliedam die Fröhliche gab. Doch ob das stimmt oder nur eine der unzähligen Geschichten über die Wiedertäufer ist, die kaum jemand nachprüfen kann, das kann ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Vielleicht findest du es heraus. Und lasse mich wissen, was du von den Wiedertäufern in Münster denkst. Waren sie nun Schurken und dekadente Verrückte oder tut man ihnen im Nachhinein Unrecht? Fest steht, das bolschewistisch anmutende Experiment von Münster scheiterte wie so oft zuvor am sozialen Wahn einzelner Charismatiker und an der ewigen, fruchtlosen Erwartung des jüngsten Gerichts.